gibt natürlich jede Menge Knöpfe, wie man sieht, relativ kunterbunt. Aber die wichtigste Funktion, die ist ziemlich weit links außen und rechts außen, das ist das Festhalten des Lenkrads, weil ohne das geht gar nichts und das im richtigen Rhythmus. Dann gehen wir auf die Knöpfe ein. Links oben haben wir den Boost, Curse, um extra Leistung freizumachen, 10 Sekunden auf eine Runde, 80 PS, die man nutzen kann. Dann haben wir einen Menüknopf, den Neutralknopf für in der Boxengasse, wenn ich das Auto abstellen möchte, um den Neutralgang einzulegen. Weitere zwei Menüknöpfe, bevor wir dann auf den Speedlimiter-Knopf kommen, der natürlich sehr wichtig ist für die Boxenstopps, um da keine Geschwindigkeitsüberschreitungen sich einzufahren und damit dann natürlich ein Penalty zu bekommen. Weitere Menüfunktionen haben wir rechts, links, außen. Hier haben wir Mix, das ist für den Spritverbrauch, das heißt die Einstellung für den Motor. Dann haben wir hier nochmal eine Einstellung für Torque, das heißt so wie man den Motor gerne von der Fahrbarkeit haben möchte, hat man da verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir einen Knopf, der die Reifenwahl beeinflussen kann. Fahren wir trocken, intermediate oder Regenreifen, gibt es verschiedene Reifenumfänge und da gibt es eine vorprogrammierte Einstellung für. Anschließend, das ist für die Kupplung selber, um die Funktion der Kupplung bestmöglichst einzustellen. Dann gehen wir in den Hauptmenüknopf, bevor wir dann noch in zwei Differentialpunkte hineingehen. Rechts und links auf der Außenfassade haben wir sowohl eine Startfunktion, als auch, dass wir hier einen Radioknopf haben, um mit der Box und den Ingenieuren kommunizieren zu können. Und dann gibt es noch ein paar banale Sachen wie Bite-Point-Check, das heißt den Kupplungsdruckpunkt-Check durchzuführen. Dann haben wir die Überprüfung der Bremsballons hier. Den hoffen wir nicht oft benutzen zu müssen, aber wenn man benutzen, das ist der Reverse-Button, wenn man mal rückwärts fahren müsste. Hier drüben haben wir einen Confirm-Button, das heißt, wenn ich wirklich in die Box komme, dann kann ich die Box damit anfunken. Sollte das Radio nicht funktionieren, drücke ich den Knopf, die Jungs wissen sofort Bescheid, ich komme rein. Safety Car und anschließend haben wir noch ein Reset. Falls mal irgendeine Funktion nicht funktioniert, dann kann man einmal einen kompletten Reset machen.